es wird eben deutlich, dass Robert Habeck symptomatisch für die gesamte Partei der Grünen ein Maß an Inkompetenz verkörpert, das in der deutschen Politikgeschichte quasi einmalig ist. Seine Aussage, dass die Betriebe nicht in die Insolvenz gehen, sie würden nur nicht mehr produzieren, ist eigentlich oder ist tatsächlich an Ahnungslosigkeit nicht mehr zu überbieten. Und es ist auch symptomatisch für Deutschland, denn diese Bundesregierung ist die inkompetenteste Bundesregierung aller Zeiten. Es muss Schluss sein damit, dass Minister ohne jede Kenntnisse des Fachbereichs Minister werden. Ein Märchenbuchautor ist als Wirtschaftsminister eine Fehlbesetzung.